Transformation am Limit, Übertrager zur Verarbeitung von MC-Tonabnehmersignalen, sind bei uns in der jüngeren Vergangenheit sicherlich nicht zu kurz gekommen. Zwei der überzeugendsten Gründe dafür gibt's hier. Wer sich für einen Consolidated-Übertrager interessiert, hat die Auswahl zwischen einer ganzen Reihe von Konstruktionsdetails, die alle das klangliche Ergebnis beeinflussen. Das beginnt beim Übersetzungsverhältnis, das von der Tonabnehmerimpedanz und seiner Ausgangsspannung abhängig ist. Alle Consolidated-Übertrager stecken in einem massiven Metallzylinder, der einen ausgesprochen wertigen Eindruck vermittelt. Darin ruhen die Übertrager bestens von der Außenwelt abgeschirmt und auch mechanisch bestmöglich entkoppelt. Ein Blick ins Allerheiligste offenbart komplex bewickelte Ring-Care-Übertrager. Varianten mit XLR-Anschlüssen sind ohne weiteres machbar. Um einschätzen zu können, in welche Richtung die Consolidated-Übertrager tendieren, durften sie zunächst an meiner Röhre MM-Vorstufe andocken. Das funktionierte erfreulicherweise auf Anhieb perfekt. Ich hatte mit keinerlei Brummproblemen zu kämpfen. Bereits die ersten Töne aus der Anordnung offenbarten größte Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit, gepaart mit schon fast unheimlicher Transparenz. Gerade an dieser Stelle habe ich immer das Gefühl, dass eine solche Lösung auch guten Halbleiter-Phono-Vorstufen überlegen ist. Die Consolidated-Übertrager zählen zum Feinsten, was man hinter einem MC-Abtaster stöpseln kann. Sie fallen durch maximale Durchhörbarkeit und Störarmut auf. Mehr Dynamik dürfte einem MC nicht zu entlocken sein.